Was ist jetzt da auf der Gabel? Jetzt alle Schule. Und? Hey Kado, was ist da los? Hans, was machst du denn? Ja, ich reportiere. Ich muss eine Reportage schreiben für den W&O. Das erste Mal in Graps gibt es einen Begegnungstag. Bei diesem herrlichen, schönen Wetter. Das ist einfach unglaublich prächtig. Und du begrüßest in allen Sprachen. Hast du noch etwas gelernt, gell? Ja, ich habe noch gelernt. Tamilisch, Bosnisch, Iranisch. Und Tamilisch. Und Spanisch. Ja, leck doch mir. Wie viel? Und Grabserdeutsch sage ich einfach. Und nochmal fertig mit Albix, Albix. Albix. Ich gebe mir Mühe, dass ich ein bisschen den Dialekt ein bisschen abdämpfe. Nein, Kado, nein, Kado. Nein, das mache ich nicht, oder? Es muss Multikulti sein. Ja, also, sicher. Da machst du jetzt voll mit dem grössten Zürcher Slang. Mit dem breitesten Zürcher Slang. Genau. Ja. Bin ich genau. Gespannt. Oli, du bist der Beizere, gell? Ja, genau. Wir freuen uns auf mega viel Besuch heute. Und dass die im Dorfturnier so Durst haben, dass alle zu uns rauf kommen und trinken und vielleicht einmal eine Weisswurst probieren oder vom albanischen Verein etwas probieren oder einen Caipirinha bei der Rosangela kommen und trinken. Sollen alle zu uns auf den Marktplatz kommen. Gell, Albix ist vorbei. Krebs ist schon Multikulti geworden, Gott sei Dank. Ja, schau mir an. Ja gut, ich meine, du bist ja hier aufgewachsen. Mehr oder weniger, oder? Ja, das stimmt. Ja. Ja, es hat auch viele und wir freuen uns wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viele Nationen. Kado wird noch auf der Bühne alle in ihrer Sprache begrüßen. Aber es ist unlässig, dass sich so viele in Grams treffen. Und ist ja schön, gell, dass wir so verschiedene Nationen bereichern, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, es macht es farbiger, es macht es vielseitiger und ich finde, es ist mega wichtig. Grabs ist ja nur so klein, wie es auch schon war. Genau. Du hast gesagt, schau mal mich an. Die haben einen Haufen immer das Gefühl, gell, ob sie hier aufgewachsen sind, ob Schweizerinnen sind, ob sie ewig da sind. Aber irgendetwas bleibt gleich hängen, gell, ein bisschen von der Herkunft. Ja, gell, weil du anders aussiehst als, sagen wir mal, der Otto-Normalverbraucher. Dann fällst du halt auf und dann musst du halt je nachdem halt anders vielleicht mal rechtfertigen in gewissen Situationen oder so. Aber es geht ja schnell und dann ist der Damm wieder gebrochen. Also. Das ist tatsächlich immer so. Musst du dich noch rechtfertigen, erklären. Immer noch. Ja, es gibt immer wieder Leute, die es halt immer noch speziell finden. Aber es ist auch gut. Also ich meine, es kann mich auch fragen, ist ja nichts Schlimmes. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, ich bin mal in Indien. Also ich bin mit einem Lückeli, gell, über den Berg gefahren. Das ist schon lang her. Das war alles noch ein bisschen friedlich gewesen. Wunderschönes Land und so weiter. Ich hatte das Gefühl, das war damals wirklich Integration gewesen. Also ich war dort akzeptiert gewesen, voll. Also kein Problem. Ja, also gut, gell, wenn je nachdem immer noch auf Indien jetzt gehst und irgendwo abgelegen gehst, bist du als Weiss immer noch ein Exot. Aber es durchmischt sich immer alles immer mehr. Also eben, man kommt mit dem Flieger schneller überall her und es ist einfach der Lauf der Zeit. Immer Begegnungstag in Grabs heisst so, eben einander begegnen, ein bisschen offen werden, ein kleines bisschen aus dieser Albix-Region, aus dem Albix-Denken, es war immer so draussen. Hinblicken auch auf die Neuzeit. Ja, Feder, und ich finde es aber auch cool, dass wir zum Beispiel Bergfinkli hier haben oder das Jodlchörli von der Heidi. Einfach, weil es gehört alles dazu und es braucht alles dazu. Also ich finde es echt cool, dass wir diesen schönen Mix hier haben. Du denkst noch, der Grossvater schminken? Ja. Wieder? Was wettest du genau? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe noch kein Muster gesehen. Was darfst du mir empfehlen? Ja, schau mal da. Haben wir ganz viel. Hey, ja, bin ich immer noch da. Nimmst du Maria Käfer? Und wohin willst du es? Da. Auf die Hand. Auf die Hand? Der noch nicht parat. Nein. Hey, das ist ja. Hallo, das ist ja Handarbeit, du. Ja. Ist ja auf der Hand. Jetzt bist du ein glücklicher Grossvater, hä? Das ist ja auf der Hand. Ist das noch etwas speziell, wenn man so einem Grossvater so einen Marienkäfer tut? Ja, wirklich. So ungewohnt. Ja. Ist das modern, ja? Ja. Also ist der gleich, wenn du es wegbringst? Nein. Zini, da machst du etwas. Das ist herzlich. Ist fertig. Ja, ist fertig. Aber es ist ein Ring. Siehst du, Anspruch hat er eine Rolle, gell? Ja. Genau. Ja, machen wir das überhaupt? Ja. Liebe Grabserinnen, liebe Grabser, liebe Gäste, liebe Niki.
Buenos Dias. Doberdan. Ruzbagher. Wanakam. Die vier Sprachen habe ich in der Nacht gelernt. Hoffentlich Arabisch Salam. Im Namen von Moka und von der Gemeinde Grabs darf ich Sie zum ersten Begegnungstag hier in Grabs herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr an diesem prächtigen Tag, das gemeinsame Erleben zu feiern. Nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Ist es okay, wenn ich auf Dialekt rede oder versteht es jemand gar nicht? Ich glaube, ihr versteht mich alle. Gut. Zweimal haben wir den Begegnungstag verschieben. Wir haben alle Vorbereitungen schon gemacht. Wir mussten verschieben wegen Corona, das wisst ihr. Umso mehr freut es uns, dass wir heute so viele einheimische, ausländische Vereine, Gruppen und Kooperationen da haben, die mitmachen. Wir freuen uns sehr. Sie werden auf eine kulinarische Reise in unsere Heimat und in fremde Länder entführt mit Tanz, Gesang, Performance. Lassen Sie sich begeistern und lassen Sie sich überraschen. Da hinter dem Zelt sind mehrere verschiedene Stände, wo Sie verschiedene schöne, feine Sachen essen und ausprobieren. Probieren Sie mal aus, was es alles hat. Es freut uns ganz besonders, dass auch das Lukashaus Grabs, das KOI, also die Jugend, UHC Rangers, danke den vielen Helferinnen und Helfer für ihren freiwilligen Einsatz für eine Gemeinschaft, die uns sehr wichtig ist. Grabs ist im Jahr 614 das erste Mal im Zusammenhang mit dem Gallus, dem Gründer von St. Gallen, erwähnt worden. Am Fuß vom Stuttner und vom Grabsterberg ist früher ein Dorf entstanden. Einheimische und Zuzogene aus verschiedenen Kulturen leben gemeinsam in unserem wunderschönen Dorf. Für Jung und Alt gibt es hier vielfältige Angebote aus Kultur- und Sportvereinen. Am heutigen Begegnungstag gibt es viele kulinarische Leckerbisse aus der ganzen Welt. Es hat aber auch Aktivitäten für Kinder. Und über den ganzen Tag verteilt erwarten uns verschiedene Darbietungen aus Sport, Tanz, Musik und Gesang. Beim heutigen Fest der Kulturen steht gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt. Der Begegnungstag baut Brücken zwischen den Kulturen. Lass uns gemeinsam Brückenbauer sein. Dann sage ich gerade, wo hier sind musst du. Du Heidi, hast schon einen Haufen Auftritt gehabt. Das ist heute der erste mit dem halben Körli. Ich sage es jetzt gerade noch. Super. Jetzt kommt er noch ein kleines bisschen ein, noch ein bisschen einrutschen. So. Aber weißt du, was gut ist? Es passt zum Namen Sonnenschein. Ja, genau. Also, nachrutschen, Juna. Immer gut schauen, nachrutschen. Es zücht ein Zug der Berge, jetzt heisst es Bündelgschnür. Und alle Not und Sorgen, einmal im Winkel geschmiert. Halli, 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 lo. Halli, 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 lo. Yeah.
Es ist der erste Auftritt von deinem Grosskind. Wo bist du? Ja. Gerade das in der Mitte. Ich wollte noch ein Foto machen, weißt du? Bist aber, bis jetzt im Weg gewesen. Aber schau, der Vater ist dort oben. Der ist dort im Einsatz. Der hat's. Ja, ja. Der genügt. Eben, gell? Ja, ja. Das heißt es. Ich meine, du bist ja ein bisschen Multikulti. Ihr seid ja manchmal auch ein bisschen im Ausland, gell? Ja, ja. Ja. Also für dich ist das eigentlich wirklich so ein bisschen bereichend ist für Krebs, oder? Sehr. Also ich habe ja auch Kinder, fremdsprachliche Kinder unterrichtet. Ja, da. Genau. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine wunderbare Arbeit gewesen. Etwas, was ich sehr gerne gemacht habe und heute fast manchmal noch ein bisschen zu kurz habe. Der Kontakt mit diesen Fremdsprachigen und mit der Familie. Du, wo du etwa in Indien bist, ja. Ist doch mal schön, Krebs, ein bisschen Multikulti, ein bisschen bereichert. Ja, genau. Es hat ja verschiedene Kulturen hier. Und einen Haufen, gell? Ja, ja. Mit dem Essen, ich vermisse ein bisschen Bratwurst. Nein! Aber es gibt sicher anderes zu essen. Ja, ja. Ich bin halt ein bisschen ein Bratwurst-Fan. Aber was machst du denn in Indien, wenn du in Indien bist? Ja, dann esse ich Indisch. Aber auch kein Fleisch. Fleisch kann man dort nicht so gut essen, wo wir sind. Aber es gibt einen Haufen Gemüse. Und das langt auch. Ja, ja. Auf der Alp und bei denen ist es besonders lustig. Was suchst du, Bratwurst? Ja, nein. Ich suche die Vielfalt und mich nimmt es unter, von wo kommen wir? Serbien. Die serbischen Jungs haben sich bei mir immer beklagt, die Mütter seien unendlich streng. Ist das so? Nein. Unsere waren nicht so. Nein, das ist nur Medien. Ah, das ist nur Medien. Ja. Bei dir auch nur Medien? Auch. Was machen Sie da? Krebs! Oi! Ja! Ganz leckere! Ich habe immer gemeint, Krebs müssen am Schluss bei der Platte müssen sie etwas ein Rändchen haben. Das muss man können, gell? Sonst haut es das wieder raus, gell? Genau richtig. Ganz spezielle Technik haben wir hier. Elbermakarone, gell? Woher könnt ihr? Aus dem Lukashaus. Echt? Ja! Du, hey, Bratwurst hat vermisst. Gibt es doch keine Bratwurst? Weiß ich nicht. Bei uns gibt es Elbermakaroni. Haben Sie etwas mit der Schweizer Fußballnation zu tun? Ja? Ich denke, dass ihr mit der Schweizer Fußballnationalmannschaft hier. Hey, wir haben hier reingehen. Habt ihr alles selber gemacht? Ja, das ist ja Wahnsinn. Sind die Albaner so schlecker? Das ist ja wahnsinnig. Danke, gell? Du, da sind da Nächte lang dran, oder wie ist denn das gegangen? Nein, wir sind einfach früh aufgestanden und haben wir gemacht. Wahnsinn. Kannst du mal ein bisschen sagen, was ist? Ja, kann man schon sagen. Die Waren da sind von da bis dort sind salziges und da sind die süßer. Unglaublich. Mit Namen sagen. Ja. Wenn man so eine Mama hat, dann kommt man nicht so. Das ist so Albaner, Digga. Ja, aber du hast sicher Chancen für die Schweizer Fußballnationalmannschaft, oder meinst du nicht? Ja, ich schaue immer. Fußball ist immer gut. Hast du noch nie gehört? Das ist ein Pincho. Es ist eine kleine Probe von unseren Spezialitäten. Und die gehen wir zu jedem Getränk raus, damit man mal eine Vorkost hat. Eure Spezialität ist ja, die Schweizer Nazi oben runterzulassen. Ja, genau. Oh ja. Hast du gefeiert im Fernsehen? Nein, leider nicht. Wie ist das für dich, so ein Multikulti-Fest hier? Das ist, weißt du, das ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas mache. Das ist das erste Mal hier in Grabs. Ja. Ich finde das ganz lässig. Ja. Da, ich habe es gerade gesagt, jetzt gehe ich dann etwas essen. Da rein. Und was suchst du? Eine Bratwurst oder was? Nein. Röstig? Nein, ja. Nein, wenn es dort im Brasilianer stand, irgendeine Feijoada gibt, die aber dann ein Blutgetränk.
Ja, da musst du suchen. Muss ich suchen. Hast du gut, dass sie es gemacht haben, die Frauen? Bist du dabei gewesen? Nein. Nicht? Nein. Über Nacht haben sie es gemacht, gell? Über Nacht? Über Nacht. Nein, nein, morgen früh. Aber es ist ja unglaublich, gell? Ja, machen wir das so viel, dass sie es so im Griff haben? Das, oder? Wir essen halt viel, wir essen viel. Was essen ihr jetzt denn? Also die Mutter muss vorbereiten und der Vater muss alle essen. Hey. Und die Kinder tanzen. Und alles miteinander. Du, ich sehe schon. Ja. Da ist die Welt noch in Ordnung. He? Okay, ja. Danke. Was sagt ihr dazu? Nichts. Väter müssen immer essen und Mütter machen. Nein, die Väter können gerne den Haushalt machen. Eben, gell? Ja. Gell? In der Tanzgruppe lernt man sich auch emanzipieren, gell? Ja. Hast du gehört? Wir sind schon emanzipiert. Was ist das da? Das ist Bosnisch Kaffee. Bosnischer Kaffee? Jawohl. Wie machst du das? Ja, jetzt tue ich zuerst ein bisschen erwärmen, dann warte, bis das Wasser kommt. Und danach tue ich das Gießen, warte, bis es ein bisschen köchelt und dann ist es fertig. Und besser als italienischer Kaffee? Für mich schon, ja. Hat es einen speziellen Geschmack, hat es etwas drin oder einen speziellen Kaffee? Es ist speziell, halt Bosnisch Kaffee. Man kann es etwas stärker machen wie, oder auch etwas weniger, je nachdem, wie man es gerne hat. Aha. Ja. Und ist schnell gemacht oder braucht es Geduld? Es braucht noch ein paar Minuten, nur bis das Wasser aufgekocht hat und dann ist es eigentlich fertig. Okay. Und das ist auch Bosnisch? Ja. Was ist das? Pita oder wie sagt man denn? Nein, Cevapcic. Ah, ist auch Cevapcic. Ja. Das Pita habe ich. Ja. Aber das Brot, wie heisst Brot? Brot. Ah, kein spezieller Name. Ja, spezielle Ah, okay. Ja, genau, das sind es. Die sind wunderbar, gell? Was ist das genau? Nudeln. Machst du das noch da oder tust du auch kochen? Oh. Hi, auch. Brasilia! Senida, was nimmst du? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, Hans-Jörg. Was würdest du mir empfehlen aus Brasilien? Ich würde mir einfach Perotto. Was würdest du empfehlen? Ja, eine feine Caipirinha. Genau. Genau, habe ich auch wollen. Genau, für mich Caipirinha und für Nela. Succo de maracuja. Ist das richtig ausgesprochen? Succo de maracujá. Sehr gut. Oh. Das ist aber spezielles Portugiesisch, das du anwendest. Tut man, redet man in Brasilien noch spezielles Portugiesisch oder ein bisschen Dialekt oder so? Brasilianisches Portugiesisch. Ah, gell, ist ein bisschen Unterschied, gell? Eigene Sprache, ja. Ja. Schönere. Was ist das da? Samosa. Hola. Wie sagt man das genau? Ja? Samosa. Samosa? Ja. Und was ist drin? Temusa. Ah ja. Kartoffel, Erbsen. Ja. Und Teig. Also, aber deine Hände siehst du? Jetzt, ja. Am Boden. Das siehst du jetzt, oder? Du auch. Ja. Weißt du, wenn wir da vorne schaffen, noch ein bisschen mehr abzudunkeln. Und wenn also, wir noch Abfallsäcke aufschneiden und dort noch holen wir das. Ah. Wow, bravo. Was hast du erwartet? Ja, nicht dich. Also ich muss schneiden. Also wie? Haben Sie selber gebacken? Ja. Wie lange sind Sie da gewesen? 3 Minuten. 3 Minuten? Teig. Also Teig dauert ein bisschen, aber mit dem Teig aufmachen geht es vielleicht noch etwa 3 Minuten. Was bedeutet das, helfen die Hände? Wir verkaufen hier Zeug und das Geld, das wir einnehmen, spenden wir an ein Waisenhaus in Südafrika, wo Kinder keine Eltern mehr haben oder halt einfach keine daheim haben. Das ist schön, gell, wenn man so helfen kann. Ja. Babycolade, was heisst das? Ja, keine Ahnung. Aber weißt du, wie mixen, gell? Ja, wir haben hier eine Anleitung. So wissen wir das. Wir auch das ist die Anleitung. Aber das ist wirklich eine gute Idee. He? Jetzt warten wir noch ein bisschen auf Leute, gell, wenn da die Events vorbei sind. Genau. Dann hoffen wir, es kommt ein grosser Ansturm. So. Willst du noch mal eins? Nein, ich glaube, das ist gut.
passt. Ist gut. Ja, ist gut. Aber du weißt sicher nicht, wie es heisst. Nein. Pi, irgendein Pi. Irgendein Pi, aber wie weiss ich auch nicht. Nach was schmeckt es? Nach was schmeckt es? Käse und Teig. Frischkäse und Teig. Und Füllen. Ja, das ist fein. Ja. Und es geben nur Arbeit. Und du isst es nicht, oder einfach ein bisschen weg bin? Ja, ich gehe zum Kebab-Chit-Chit. Aha, okay. Ja. Was ist das Pop-Up Church? Eine mobile Kirche, sozusagen, würde ich sagen. Hast du das gekannt, Otmar? Nein, ich habe es vorher auch nicht gekannt. Aber wenn wir schon was in Grabs haben, mal einen Begegnungstag, dann hauen wir natürlich auch voll drauf. Ne? Also mobile Kirche, Jakob? Ja, ich habe es auch nicht gekannt vorher, aber ich finde es eigentlich noch. Es ist schön, wenn man auch als alteingesessene Organisationen zu den Leuten geht, oder? Wenn man vor Ort ist, dort, was passiert. Und dort mit den Leuten ins Gespräch kommt. Aber inzwischen wissen die zwei, um was es geht. Bei der Kirche oder beim Begegnungstag? Nein, weißt du, also mobile Kirche. Ja? Weißt du, um was es geht inzwischen? Ja, mit den Leuten in Kontakt kommen, natürlich. Ja. Ah! Ja. Das haben wir aus St. Gallen, die Pop-Up-Church. Ne, hat der Raimund organisiert und mitgebracht, gestern. Hast du vielleicht sogar noch ein bisschen näher? Schau mal, du bist ein bisschen weiter rüber. So. Kannst du ihn doch ein bisschen anlehnen? Du bist von der Zefi da? Ja, wir sind hier vom Zefi Werdenberg. Was machen die denn so? Hast du, wenn wir nicht gerade da sind? Ja, wenn wir nicht da sind, dann machen wir viel mit Zelt, dass wir gehen zelten oder dann gehen wir in den Wald spielen. Wir machen ab und zu Schnitzeljagden oder Orientierungsläufe haben wir auch. Und es geht darum, so mit den Kindern auch mal draußen etwas zu machen. Wir sind zwar von der reformierten Kirche, aber wir sind alle herzlich willkommen. Die katholischen könnt ihr auch kommen. Ja, da machen wir keinen Unterschied. Blauer Ring und Jungwacht. Ja, genau. Ja. Was machen wir jetzt hier an dem Tag? Wir zeigen hier Pioniertechnik, so wie zum Beispiel eine Karte lesen oder einen Knopfkund mit verschiedenen Seilen. Zum Beispiel halt zum Zelt spannen oder etwas befestigen. Und ja, machen wir ein bisschen Werbung für das. So gewisse, mit diesen Blachen machen wir zum Beispiel die Spatzen und die Zelter. Nein, nicht Spatzen, Berliner. Aber man kann auch Sarasani und so Zeug machen mit denen. Ja. Hast du noch nie, was bin ich? Ist gut. Musst du katholisch sein, um dabei zu sein? Nein. Sicher nicht. Wir nehmen alle. Ja. Mädchen? Ja, auch die können ins Blaue Ring. Und für Buben ist Jungwacht. Und wir sind jetzt zusammengeschlossen. Das heisst, in den Lager sind wir auch zusammen, Buben, Mädchen. Das macht die Sache interessanter. Ja, genau. Gibt auch mehr Abwechslung. Also kurzum, wirklich eine super Freizeitbeschäftigung. Ja, wirklich. Wenn man noch nichts zu tun hat und noch nicht in einem Verein ist, würde ich das sehr empfehlen. Es ist viel draußen, lernt neue Leute kennen. Und man hat vielleicht auch langjährige Kollegen hat danach. Wenn du als Kind in die Jungwacht gehst oder in Blauer Ring, bis du als Leiter bist. Das ist ein zusammengeschweißtes Team. Ja. Mädchen können auch dabei sein in diesem Fall? Ja, voll, genau. Wir waren ursprünglich zwei Vereine, einen für Buben, einen für Mädchen. Und jetzt vor ein paar Jahren haben wir gefunden, wir legen uns zusammen. Aber wir haben vorher schon mega viel miteinander gemacht. So, im Sommer sind wir eben im Sommerlager, im Zelt. Und das Einzige, was wir getrennt haben, sind Pfingstlager und Gruppenstunden. Ja. Warum das? Das ist einfach, glaube ich, noch von der Tradition her. Früher, wo alles getrennt war, und je länger, je mehr sind wir einfach zusammengewachsen. Ja. Wenn du so als Evangelische dazukommst, zum Beispiel, dann kannst du auch. Also musst du nicht eine messige Wand sein. Nein, überhaupt nicht. Wir sind sehr, sehr offen für alle. Wir haben einige, die evangelisch sind, wir haben auch einige, die atheistisch sind. Wir haben auch schon Kinder von anderen Religionen dabei gehabt. Wir sind da offen. Yeah!